Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte mich für die Entschuldigungen unseres Bundespräsidenten bei Ihnen entschuldigen. Ich kann noch tiefer. Oh, Scheiße. Zum barbarisch eskalierenden Ukraine-Krieg heute. Unser lustiges Bilderrätsel. Was ist das? Richtig, der Bundespräsident verbringt Ostern ohne Eier. Frank-Walter Steinmeier gilt den bedrängten Ukrainern ja sowieso als hodenlose Frechheit und muss leider draußen bleiben. Als letzten Kompromiss schlug die Firma Rheinmetall noch vor, dass er mit 20 Leo to go von Düsseldorf nach Kiew kullert und die Brummis am Maidan mit laufendem Motor abstellt. Auch das ist leider gescheitert. Der Grund? Er ist nun mal ein Russlandfreund, pflegt ein Spinnennetz an Russland-Kontakten und kann seiner Exzellenz, dem ukrainischen Außenhooligan, schon seit längerer Zeit den Rücken runterfiedeln. Was sollte unser Staatsoberhaupt in Demut, Bescheidenheit und diplomatischem Ton da antworten? Hier ein User-Vorschlag. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und aus der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen, meine Damen und Herren. Steini in Topform. 2014 verhandelte der deutsche Außenminister am brandenden Maidan 40 Stunden am Stück. Ein Abkommen, mit dem die Verfassung wieder eingesetzt, die Gewalt beendet, Waffen einkassiert und vor allem vorgezogene Präsidentschaftswahlen vereinbart wurden. So half Steinmeier, die Herrschaft des russlandnahen Kleptokraten Janukowitsch zu beenden. Sein widerwärtiges Spinnennetz an Russland-Kontakten nutzte Steinmeier, um 2015 das Minsker Abkommen für die Ostukraine zu erreichen. Auf diesem Bild hat unser Zeichner vier Halunken versteckt. Der Vertrag umfasste 13 Punkte: Waffenstillstand, Amnestie, Verfassungsreform, freie Wahlen. Der wichtigste aber fehlte. Wann? Wer, wann, was, wo, in welcher Reihenfolge? Timing. Die russische Seite sagte also, ja, sollen doch die anderen anfangen, wir führen weiter Krieg. Die ukrainische sagte, ja, die führen ja weiter Krieg und verweigerte die versprochene Verfassungsreform und den Autonomiestatus. Viele NATO-Partner, vorneweg die USA, sahen Steinmeiers kleinteiliges Gebastel mit kritischem Wohlwollen. Aber es gibt einen noch schärferen Kritiker von Frank-Walter Steinmeier. Aber wir haben es auch mit unseren Unterstützungen, etwa bei den Verabredungen, den Abkommen von Minsk, nicht geschafft, die Entwicklung aufzuhalten, die jetzt inzwischen eingetreten ist und sich in diesem Krieg entladen hat. Der Bundespräsident entschuldigt sich für Fehleinschätzung, natürlich für Minsk, für Nord Stream 2, für die letzten 20 Jahre. An der Auffahrt zum Schloss Bellevue wird derzeit eine Kotau-Mittelsprühanlage installiert. Und am Wochenende ist Steinmeier auch in Ihrem Obi und entschuldigt sich für alles außer Tiernahrung. Klar, ein Land, das Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ist, darf und muss wahrscheinlich austeilen. Präsident Zelensky macht sogar Merkel verantwortlich für die Kriegsverbrechen in Bucha. Sein Außenminister Kuleba definiert Krieg inzwischen sogar als Geschäftsmodell. Wir schlagen dem Westen und der NATO einen fairen Deal vor. Ihr versorgt uns mit allem, was wir brauchen, und wir kämpfen. Viele, die schon immer gegen Entspannungspolitik waren, feiern jetzt auch hier, gerade hier, den nicht den Ukrainern, aber denen könnte Steinmeier mit einem letzten Hauch an Selbstrespekt bitte sagen. Das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Übrigens liefert Deutschland längst schwere Waffen in die Ukraine. Hier im Bild das journalistische Dumm-Dumm-Geschoss Kai Diekmann. Der stillgelegte Bildchef begleitet hier Österreichs Kanzler Karl Nehammer, der die Ukraine und sogar Putin in Moskau besucht hat. Das ist also keinesfalls eine reine PR-Show, denn für eine reine PR-Show müsste man ja einen Imageberater wie Diekmann mitschleppen. Der macht notfalls die richtigen Fotos selber und verhütehundet, dass falsche entstehen, etwa bei Nehammers Besuch bei Putin. Und weil wir auch darauf bestanden haben, dass es keine Bilder gibt von diesem Treffen, der Kreml sich auch daran gehalten hat, ist dieses Argument der Inszenierung eines, das aus meiner Sicht keine Gültigkeit hat. Apropos Bild,
Schade findet deren Vize Paul Frontheimer, dass alle bei ihm die Ausladung Steinmeiers abgeschrieben hätten, schreibt er. So, das muss natürlich als Warnung genügen, denn Kai Diekmann hat im weitgerechten Abschuss von Bundespräsidenten anerkannte Expertise. Weidmanns Heil. In unserem Poll, das lustigste Wahlplakat aller Zeiten, gibt's einen neuen Platz 1 mit dem Slogan Nachhaltig für morgen, die Landesumweltministerin von gestern und NRW. Heinen Esser will schon gar nicht mehr in den Landtag, hat aber vorher noch mal die Kölner Innenstadt tapeziert. Und ihr postet in die Kommentare bitte jetzt den besten Slogan für die zukünftige ehemalige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Aber Leute, in diesen schießwütigen Zeiten möchte ich nicht lesen, Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Er stand im Elk Club, im Elchclub, irgendwo in Alabama auf der Bühne und hatte einfach gottverdammten Liebeskummer und sagte der Band, er spielt irgendwas, Blues, Dreivierteltakt und ich kotze es raus. Das Ding wurde ein Riesen, ein Welthit. Und weil er gesagt hat, naja, ich habe ja nur mein Liebeskummer rausgekotzt und die Band hat gespielt, kriegten die Royalties, der Keyboarder und der Bassist. Und er ging leer aus. Vor 7 Jahren gestorben, heute,